Okay. Der wird also wach, wenn wir ihm da reinkotzen. Das ist schade. Das ist sehr schade. Aber das Ding da konnten wir klauen. Ja, dann lassen wir ihn halt. Und gucken mal da oben. Da sollen wir ja anscheinend auch noch was machen. Okay, da draußen wandert einer rum. Hier ist wieder ein Kronleuchter. Womit mir wieder der Gedanke an die Glocke kommt. Ich wüsste ganz gerne, wir haben die ja präpariert, wie man das jetzt auslöst, am geschicktesten. Ich würde das gern sehen, wie da ihm die Glocke auf die Birne fällt. Glocke auf die Glocke fällt. Hallo, guckst du mal da durch? Ich drücke hier gerade X. Er guckt nicht. Ist da kein Schlüsselloch oder was? Doch. Hallo? Er guckt nicht dadurch. Der ist aber doof. Ja, guckt er auch nicht durch. Warum nicht? Oh. Kann man da gucken? Nee, auch nicht. Ja, irgendwie, warum? Aus irgendeinem Grund kann ich hier durch die Türen gucken. Das ist natürlich. Hier? Nein, auch nicht. Hallo? Ich mach das doch nicht auf gut Glück auf. Ich will da rein gucken. Dietrich nötig. Ah, guckt mal da rechts bei meiner Lebensanzeige, wo ja auch angezeigt wird, dass ich gerade Sand ausgerüstet habe. Da drunter das Ding. Mit jedem Schritt ist da so ein leichtes Symbol. Ich glaube, das ist meine Lautstärke. Könnte sein. Aha. Und wenn jetzt bin ich im Hellen, jetzt ist das hier. Ah, okay. Es ist also nicht mehr wie im ersten Teil, war es ja das Tattoo, was einem zeigte. Ja, wenn man im Dunkeln war, leuchtete das Tattoo, so wie jetzt der Dolch. Und im Hellen leuchtete es nicht. Jetzt hat man so eine Anzeige. Wenn man im Hellen bist, hat man da die Anzeige, du bist sehr leicht zu entdecken. So bist du gar nicht zu entdecken. Okay. Wieder was gelernt. Ich würde aber immer noch gerne hier reingucken. Weil aufschließen kann ich es ja nicht. Verdammt. Hier kann ich auch nicht gucken. Ich könnte darunter. Da gibt es auch was zu sehen, zu sammeln. Da wandert aber der Depp rum. Ich will da rein. Ich speichere mal und mache auf gut Glück auf. Ich verstehe gerade nicht, warum ich nicht durchgucken kann. Naja, okay. Was? Hat da auch noch was geglitzert? Ja.
Goldharz. Goldharz. Sehr schön. Ich könnte mich hier im Schrank verstecken. Ich kann es aber auch sein lassen. Und hier kann ich... auch nicht so wirklich reingucken, aber ich glaube, dahinter bewegt sich was, oder? Ja. Da hängt auf jeden Fall ein Plakat. Ich muss also da rein. Ich will da rein. Ah! Auf Teppich kannst du geräuschlos rennen und landen. Also auch wie im ersten Teil. Sollt der Wachen ein Plakat, ein Kronleuchter. Da wandert einer rum, im keine Ahnung was Rock. Ja, du bist müde. Geh doch mal unter den Kronleuchter. Da schläfst du ganz schnell ein. Oh shit. Hat nicht so ganz geklappt. Nanu. Ich Lampe fast vor die Füße gefallen. Warum konnte ich hier nicht reingucken? Hast du was vor dem Schlüsselloch hängen oder so? Jetzt hat er aufgeschrieben, der Kronleuchter ist von der Decke gefallen. Oh, da kommt einer rein. Nanu. Sollte mein Bahnwerker rufen. Die letzten waren da etwas schlampig. Ich gehe wieder. Ich lasse die Tür auf. Warum lässt er die Tür auf, der Doof? Da ist ein Schrank. Ich könnte also dem hier, ne, in den Schrank verschwinden lassen. Wo ist denn der andere hin verschwunden? Man weiß es nicht. Da ist auch eine Kiste. Ich kann den nicht töten? Was zum Henker? Stimmt was mit... Geht aus irgendeinem Grund die X-Taste nicht, oder was? Man weiß es nicht. Wo ist er denn hin? Da ist er. Okay, er steht im Regal. Ich kann ihn nicht töten. Das ist also irgendwas mit meiner X-Taste. Warum auch immer. Ja, was mache ich jetzt? Das erklärt auf jeden Fall, warum ich nicht durch das Schlüsselloch gucken konnte. Wie komme ich denn hier wieder raus? Jetzt schreibt er wieder irgendwas. Wenn der wieder zum Fenster geht, klaue ich mal da das Plakat. Und dann hoffe ich, dass ich sehe, dass ich irgendwie nach oben wieder weg kann. Und dann muss ich mal kontrollieren, warum die X-Taste nicht geht. Dietrich, ah, wie praktisch. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da hinten steht er. Wow, ich glaube, das war knapp.
Ich glaube, das war so richtig knapp. So, wie kann ich denn wieder hier weg? Also mal abgesehen durch die Tür, wo ja, ne, der andere Typ irgendwo rumrennt. Moment, das ist die Tür, durch die ich nicht rein konnte, ne? Wenn ich da rausgehe, müsste ich wieder dahin können, wo ich hergekommen bin. Ne? Wieder da nach oben. Das müsste machbar sein. Und damit wäre der Kollege hier dann noch am Leben. Praktischerweise. Aha. Ja, sind wir wieder hier. Okay, dann haben wir das ja schon mal souverän gelöst, würde ich sagen. Wie war ich denn da hinten lang, ne? Ja, hier lang. Was kann ich denn von hier aus noch? Außer die Aussicht genießen. Der Raum da interessiert mich immer noch, ne? Hockt der Typ nicht mehr da oder sehe ich das nur von hier? Doch, da ist er. Da kann ich höher klettern? Oh, da steht einer. Was? Das war jetzt nicht gut. Was? Es ist auf jeden Fall der Alarm ausgelöst. So viel steht fest. Ich behaupte mal, sie werden mich hier nicht entdecken. Die Frage ist, wie lange bleibt der Alarm? Ja, hier kommen die... Die können hier aufs Dach? Okay, hier bin ich... Laut der Anzeige bin ich hier in Sicherheit. Der guckt sogar in die Kiste. Also auf jeden Fall einiges los jetzt. Ich wollte doch nur mal hoch in den Ausguck. Ja, es wird Zeit für ein bisschen mehr Heimlichkeit. Obwohl, habe ich mich da, ne, bisher, glaube ich, so einigermaßen. Okay, der... Oh. Ja, na gut. Ist hier einer? Hallo? Da unten läuft einer, okay. Ich kann nicht schauen. Okay, die X geht nach wie vor aus irgendeinem Grund nicht. Na gut, ich will immer noch in den Ausguck. Aber das ist anscheinend keine so prickelnde Idee. Hallo, gehst du mal hier um die Ecke rum? Das tut er nicht. Ja. Ich glaube, ich hänge ein bisschen ungünstig da. Ich kann da nicht um die Ecke rumklettern. Ist ein bisschen doof.
Aber das geht. Ich würde sagen, ne, das ist nicht unbedingt der günstigste Ort. Vor allem, weil ich nicht töten kann. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja. Wisst ihr was? Ich gehe mal hier rein. Hups. Oh shit. So war das nicht gedenkt. Aber hier ist, glaube ich, ganz gut. Alter, ich bin aber überall, bin ich im Angriff sogar. Aber das ist trotzdem ganz gut. Ich würde sagen, hier mache ich eine Aufnahmepause und kontrolliere mal, was mit dem X los ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!